Hier rollt etwas bisher nie Dagewesenes auf Deutschland zu. Die Bauern, Landwirte und Spediteure scheinen es ernst zu nehmen. Bereits gestern gab es zahlreiche Blockaden und Demonstrationen in Deutschland. Seid gespannt, in diesem Video erfahrt ihr mehr. Los geht's! Wir fordern euren Rücktritt! Liebe Freunde der Freiheit, die meisten haben noch gar keine Ahnung, was da tatsächlich auf Deutschland zurollt. Wenn ich mir das mal überlege, was da gestern Abend bereits in Deutschland los war, auf deutschen Straßen, ob in Balingen, Erfurt oder auch an anderen Orten, Bielefeld, Demonstrationen, Kundgebungen, große Versammlungen, erste Straßenblockaden, dann ist es definitiv an der Zeit, sich schon mal Gedanken zu machen, wo man was zu futtern herbekommt ab dem 8., 9. Januar und sich auch Gedanken zu machen, auf welcher Seite man steht. Und ich habe den Eindruck, dass die Mehrheit dieses Landes diese Ampelregierung zum Rücktritt auffordern möchte. Friedlich, aber bestimmt. Und aus diesem Grund gehe ich davon aus, nachdem ich mich jetzt gerade mit einem Tankwart unterhalten habe, dass auch nach spätestens 2 Tagen kein Benzin und Diesel mehr vorhanden sein wird, denn die werden ja nicht mehr beliefert. Da streikt niemand, aber man wird eben bis auf Weiteres nicht mehr beliefert. Das ist mein Kenntnisstand jetzt gerade zu dieser Zeit. Danach habe ich mich mit ein paar Discounter-Mitarbeitern unterhalten und die haben mir auch bestätigt, dass es völlig unklar ist, ob die Lieferung eintrifft am Montag oder nicht. Ich gehe mal eher vom zweiten aus. Und wenn man diese Punkte einfach mal verbindet und dann sieht, dass Handwerker und die Breite des Volkes hinter den Bauern und Landwirten steht, dann ist es Zeit zu verstehen, dass man hier im falschen Narrativ lebt. Diese Regierung ist abzulehnen, denn sie ruiniert unseren Wohlstand, unseren Frieden und unser gemeinsames friedliches Leben miteinander. Schaut mal, hier haben sich bereits erste Bauern in Berlin verabredet und sind in einer Sternfahrt auf die deutsche Hauptstadt zugefahren gestern. Das heißt, viele Bauern haben mehrere hundert Kilometer Anreise in Kauf genommen mit ihren langsamen Geräten, um hier zu bleiben. Und das ist nur der Anfang. Meldung. Der geplante Streik am 8. Januar hat in einigen Teilen Deutschlands schon bereits gestartet. Wo genau die Proteste schon gestartet haben und auf welche Konsequenzen man sich in den nächsten Tagen einstellen muss, erfährst du in diesem Video. Die Bauern sind schon in großen Massen zusammengekommen und blockieren schon bereits große Teile Deutschlands. Sie wollen der Regierung einen Vorgeschmack geben, was am 8. Januar passiert. Und du wirst mir nicht glauben, was das für Menschenmassen sind, die schon bereits jetzt Deutschland lahmlegen. Am Ende des Videos blende ich dir exklusive Videos ein, wie die Proteste aussehen. Die Landwirte sind schon bereits in Städten wie Deggendorf oder Straubing auf Vollmarsch. Und genau in diesem Moment, wo die größte deutsche Demo startet, müssen wir das Volk unserer Bauern unterstützen. Also veröffentlicht das Video wieder und teilt die Nachricht an alle weiter, denn wir müssen ganz Deutschland erreichen, damit sich jeder der Demo anschließen kann. Jetzt zeige ich dir einige Videos, wie es in einigen Teilen Deutschlands aktuell aussieht. Es wird immer mehr passieren und alles andere wäre Schwurbelei. Denn Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat mit seiner Regierung jetzt auch schon Allgemeinverfügungen erlassen, dass beispielsweise fast alle Demonstrationen, die angemeldet waren, fast alle verboten sind. Und das ist ja auch, genau wie aus der Covid-Zeit, ein Rechtsbruch, denn das Grundgesetz garantiert uns ja, dass wir demonstrieren dürfen, wenn uns das Establishment nicht mehr gefällt, um immer die Demokratie garantieren zu können. Und jetzt möchte man das alles verbieten und die Polizei droht bereits in Sachsen, dass sie das mit sehr empfindlichen Strafen ahnden wird, wenn da irgendwelche Blockaden passieren. Und ich habe aber den Eindruck, dass gerade nachdem es auch juristische Aufklärungsarbeit gab, wenn jemand einen Platten hat oder wenn jemand krank wird oder plötzlich nicht mehr weiterfahren kann aus gesundheitlichen Gründen, wie auch immer, dann ist das
definitiv keine kriminelle Tat. Und wenn hier eine große Mehrheit entsteht, dann wird es unangenehm. Und das ist hier schon bereits abzusehen. Unangenehm für die Regierenden, die hier nicht mehr erwünscht sind. Und ich gehe davon aus, ist meine Prognose, dass diese Ampelregierung den Januar politisch nicht mehr überleben wird. Mal schauen, ob ich recht behalte. Hier sind mal ein paar Bilder von dem, was gestern war. Bereits hier in Balingen, schaut mal. Ich könnte euch noch so viel mehr Videos zeigen, aber das mache ich nicht. Ich möchte, dass ihr selber nachdenkt, was ihr am Montag, den 8. Januar 2024 macht. Ich werde auf der Straße sein, ich werde versuchen, historische Bilder einzufangen und ich gehe davon aus, dass wir uns als Land, als Gesellschaft wieder vereinen und denen da oben zeigen, dass sie unsere Mitarbeiter sind und dass die Verträge ausgelaufen sind. Abonniert diesen Kanal, teilt und liked ihn und kommt mit mir auf die Straße. Zu jeder Zeit, solange das Unrecht zum Recht wird, ist Widerstand Pflicht. Das wird der Neuanfang. Wir fangen von vorne an. Ab jetzt nur noch zusammen. Das wird der Neuanfang. Wann wachst du endlich auf? Oh, oh, oh. Oh, endlich auf. Oh. Ich weiß, wie weit fällt dir schwer. Sprichst du nicht aus, du stellst dich quer. Doch ich will keine Lügen, keine Lügen mehr. Du hast einen Impfschaden. Du hast einen Impfschaden. Du bist mein Sohn, mein Fleisch, mein Blut. Ich geb dir Halt, du gibst mir Mut. Wir lassen uns nie unterkriegen.